Herzlich willkommen zurück. Hallöchen, hier ist wieder euer G1. Ihr seid bei Planetcrafter gelandet. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Jo, unser Base ist ansehnlich gewachsen über den Lauf dieser Staffel, dieser Folge. Was waren denn die Drohnen da? Sollte es so sein? Was machen die da? Warum schweben die hier? Haben die nichts zu tun? Oh. Hä? Hä? Ist das Spiel kaputt? Drohnen verfügbar. Jetzt sind 4 Drohnen unterwegs. Warum sind so wenig Drohnen unterwegs? Was ist denn hier los? Okay, irgendwas ist hier seltsam. Irgendwas ist hier sehr, sehr seltsam, tatsächlich. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das schleicht mir so im Gefühl, kann mich natürlich irren. Aber... ja, da kommen sie schon. Also sie fliegen grundsätzlich, aber warum fliegen denn die ganzen Bringmaterialdrohnen nicht? Was ist denn hier los? Ich habe Fragen. Ja gut, auf jeden Fall haben wir definitiv schon mal einiges an Token, also 76.000 inzwischen. Und können natürlich gerade mit dem vielen Zeug, das wir hier jetzt so finden, definitiv auch gerne noch viel, viel mehr sie organisieren. Aber ich habe echt gerade Fragen. Hier passieren seltsame Dinge. Ich sag's euch, wie es ist. So, wir schauen uns das mal an. Wir verschaffen uns heute mal einen Überblick hier. Der Kakao ist auf jeden Fall voll. Weizen ist voll. Ah, apropos Weizensfalt, oh, da könnte man wieder, oh, Moment, da könnte man gleich einen Auto, oh, wir bauen einen Autocrafter, komm. Wir bauen einen Autocrafter, der uns cooles Essen macht. Und zwar, ich habe gerade eine Idee. Zweimal Osmium, einmal S-Legierungsstab. Osmium ist da hinten, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass alle unsere, ja, sag ich ja, das kann ja niemals nie voll sein. Das stimmt doch irgendwas nicht. So, S-Legierungsstab, perfekt. Dann packen wir den hier hin. Und basteln sie irgendwas Geiles draus, nämlich zum Beispiel Schoki oder Mehl. Aus dem Zeug. Na geh. Oh, das ist mir zu doof. Warte, warte, ich schaue mir das unten an in Ruhe. Und zwar, wir hätten ja als Möglichkeit Schoki, die wir machen können, wo nicht einmal dabei steht, was sie bringt, sehe ich gerade. Beim Mehl gleiches. Ach, die wird man nur zum Verbacken brauchen. Croissant können wir machen, das stellt halt 75 Gesundheit her, das ist schon mal toll. Brauchst aber halt auch 3 Mehl dafür und darum wieder für einen Haufen Weizen. Das heißt, da müsste man die Weizenproduktion definitiv verdingsbumsen. Bei Plätzchen hast du halt noch mehr. Erhöht die Laufgeschwindigkeit sogar, okay. Geburtstagskuchen. Ein Jahr Geburtstagstorte. Wow. Wow. Mit Honig gekochte Bohnen. Auch gut. Reduziert kurzzeitig den Durst. Könnte man sich einen ganzen Schrank voll machen. Und was haben wir hier? Fischsuppe. Reduziert den Sauerstoffverbrauch. Wow. Brauchen wir halt auch nicht mehr. Gut, eigentlich kann ich mir das sparen. Eigentlich brauche ich nichts davon. Nicht so richtig. Und Mann, jetzt bin ich wieder so... mach ich's nicht. Ich lasse es mal. Wenn du schon da bist, sammle ich die ein.
So. Die Larven. Haben wir einfach vorher gerade zwei seltene Larven gefunden. Einfach so beim Vorbeispazieren. So, jetzt brauchen wir trinken und essen. Vor kurzem wurde bei mir kommentiert, ich soll doch die Fackeln zerlegen. Wo ich jetzt nicht genau weiß, warum ich die Fackeln zerlegen soll. Ich weiß, ich kriege halt Kunststoff und ich glaube Schwarzpulver dafür. Aber warum? Warum? Ich kann sie da aufheben. Ich habe sie ja beim letzten Mal ja auch reinpackt. Beziehungsweise aufgehoben. Ich wüsste einfach jetzt keinen Grund nicht dafür, warum ich nicht die ich aus dem Portal hole, nicht auch direkt aufheben soll, damit ich gleich wieder welche habe. Ach, shit. Wenn ich beim nächsten Portal reinmarschiere, also ich habe den Sinn nicht ganz verstanden tatsächlich, dass ich jetzt die Fackel quasi nach dem Portalgang zerlege in ihre Einzelteile und dann muss ich sie wieder herstellen, wenn ich dann zum nächsten Mal in ein Portal reingehe, damit ich von Beginn an beim Wrack Fackeln habe zum Auslegen oder vielleicht schon für den Weg dorthin, je nachdem. Da kann ich sie doch gleich einlagern. Meines Erachtens nach. So würde ich das sehen. So, hier wird fest hergestellt. Hier ist auch schon wieder so Sache. Warum werden die nicht verschickt? Da ist alles im Angebot. Da draußen stehen wahrscheinlich immer nur die Drohnen rum. Ah ne, jetzt scheinen sie wieder unterwegs zu sein. Ja, jetzt sind sie wieder alle unterwegs. Gut, das heißt aber einfach, vielleicht ist es immer so Sache, vielleicht ist da deswegen, tut sie deswegen nichts, weil ich zu wenig Drohnen noch habe. Weil die sind ja doch durchaus die ganze Zeit unterwegs, wie man sieht. Das heißt, wir könnten auch noch ein paar Drohnen bauen. Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Drohnen T2 haben wir ja alles. Komm, lass uns schnell ein paar Drohnen bauen. Kann man ja definitiv auch nicht genügend davon haben. Und Triebwerke findet man ja jetzt auch. Wie bekloppt, guckt mal, was wir Triebwerke haben. Innerhalb der kurzen Zeit jetzt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir mal 8 Stück, ja. Dann brauchen wir 8 mal Platine. Warte mal, die Superlegierung ist... Habe ich da ganz hinten dann noch eine im Überlage? Ich glaube. Nehmen wir mal Platinen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann schauen wir, ob wir da hinten noch eine drinnen haben. Nö. Doch. Da wären übrigens auch Platinen gewesen. 5 Stück. Warte mal, ich schaue, ob ich die vorne reinbringe. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. So schnell geht es dann eh nicht. Dann brauchen wir noch 5x S-Legierung. Haben wir eventuell mehr als wie genug? Und Schwarzpulver. Schwarzpulver könnte jetzt eng werden, könnte man vorstellen. Das sind, ja, haben wir auch noch. Weil das ist das Einzige, was wir noch nicht wie wahnsinnig produzieren. Also da haben wir jetzt nichts, was die ganze Zeit am Laufen ist, dass man beim Dünger. Bei Dünger wird auch gut voll. Schwarzpulver könnte man mal echt ein ganze Ding voll machen. So. 8 neue Drohnen. 8 neue Drohnen. Jetzt haben wir 43 Stück und das geht schon dahin. Geht schon dahin. Sausen sofort los. So soll es sein. Ich persönlich mag auf jeden Fall sehr, was da draus geworden ist. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ist schon wieder fast voll. Super. Super. Bin ich wirklich unglaublich glücklich damit, so wie das läuft. Dann schauen wir jetzt einmal kurz bei den Frosch- und Fischeiern. Da haben wir oben, glaube ich, vorher auch was gekriegt, weil da haben wir nur 350%. Ich glaube, wir haben Dinge, die definitiv mehr bringen. 200%. Wir schauen sie das kurz an. Mal hier wieder alles auf den passenden Stand zu bringen. So, Froscheier.
Haben wir hier mit 500% und hier hätten wir einmal 300, die nehme ich auch noch mit, zur Sicherheit mal. Ah ne, die Blitz nehmen wir zweimal 500, passt schon. Und bei den Fischeiern, wie schaut es da aus? Da haben wir nur 100 und 300. Ich glaube, die braucht man nirgendwo. Baumrind ist auch schon wieder fast voll. Baumsamen, haben wir gesagt, müssen wir uns auch anschauen. Die Baumsamen. 1200%, das ist so krass. Würde gerne dann zwei Baumsamensteuer bauen. Was braucht man denn da dafür? Haben wir alles. Haben wir alles. Schau her, holen wir sie gleich auch alles raus. Und zwar zweimal Baumrinde. Dann haben wir die Bakterienprobe zweimal. Dann müssen wir da nach hinten, nämlich zum Dünger T2. Zeolit brauchen wir noch und S-Legierung. Perfekt, warte mal, Zeolit habe ich hier glaube ich auch irgendwo, oder? Oder auch nicht. Also ich bin sehr, sehr happy, wie das hier läuft mit dem Lager. Ich finde das voll gut. Zeolit und S-Legierung. Also mal wirklich, wenn man bedenkt, wir hatten Zeiten, wo wir immer warten oder suchen gehen mussten, bis wir gewisse Dinge haben. Jetzt geht das echt schön. Finde ich echt angenehm. Hier haben wir ja die ganzen Schmetterlinge. Das sind alles diese Frosch-Eglu-Eier. Und da haben wir bei den Schmetterlingen. So, was könnt ihr? Das sind auch 500%. Ich glaube, die sind ganz besonders. Die sind Gold. 600%. Hier haben wir nur 200 unter Anführungszeichen. Dann machen wir die. Und das sind, glaube ich, die mit 350%. Dann machen wir auch die. Jawohl. Dann bringen die alle nur ein bisschen mehr. Das passt auch. Könnte man halt auch eventuell nur mal welche dazustellen dann. Aber wir machen als nächstes die Baumsamenstreuer. Material dafür haben wir schon mit. Die guten Algen wachsen auch, das ist auch schön. Die sehen toll aus. Die blauen Bäumchen, die sehen echt cool aus. Wollen wir einen hier hinstellen? Denke ja. Und da packen wir mal. Da packen wir mal die Lilia rein, weil das sind die blauen wieder, die Pronea. Und da hinten machen wir auch noch welche. Geil. So gut. Es ist einfach so gut. Zack, rein damit. Einfach top. So schön. Ich erinnere mich halt immer wieder auch zurück an die Zeit, wie wir begonnen haben hier, wie das hier aussah. Ganze Atmosphäre, Himmel und Co. Das war schon beeindruckend, wie sich das verändert hat hier. Und ich finde, das hat super gut gemacht auch. Wie sie das hingebracht haben, dass man hier diese Veränderung wirklich so schön miterleben kann. Bin echt völlig begeistert. Ist ja eigentlich nichts mehr zum Abbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jemals noch mehr herinnen war. Schon ein paar Tage her. Okay. Hä?
Ist ja aber schon dunkel. Jetzt bewege ich mich, glaube ich, nämlich genau wieder da raus, wo ich gerade rein bin. Aber hey. Nicht schlimm. Gehen wir eben rundherum. Das war so unser erster großer Punkt, wo es die Ding gab. Was ist denn das da vorne? Was leuchtet denn da vorne so schön? What's this? What's that? Wir gucken. Ach, das sind meine Bohrer. Wow. Einfach wow, ja, das Zeug ist natürlich voll mit allem, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Könnte man natürlich auch theoretisch die Nachfrage im Ding machen, im Schredder, um das Zeug dann einfach zu verschrotten, wenn es soweit ist, aber... Nachdem uns eigentlich nichts ausgeht und wir nicht das Problem haben, dass wir irgendwo nicht weiterkommen vom Material, denke ich, ist es einfach nicht notwendig. So, ich schaue hier nur kurz mal, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Ich bild mir ein, war nicht hier irgendwo mal... Hier ist doch irgendwo so eine Drohne oder was abgestürzt, also eine Drohne, ihr wisst schon, so ein Fluggerät, an der ich damals vorbei bin in einer Folge. Und wo ich übersehen habe, dass man die looten kann. Aber ich weiß jetzt wieder leider nicht mehr genau, wo die war. Ja, es ist auch wurscht, was soll da schon groß an Loot drinnen sein im Endeffekt. Im Endeffekt ist es eh egal, es ist eh nichts drin, was wir jetzt groß brauchen. Von daher können wir es auch getrost ignorieren. Voll schön. Meine Güte, wie wir hier begonnen haben. Die Panik dann irgendwann immer größer wurde. Dass wir hier absaufen könnten. Aber ey. So, wo sind denn unsere neuen Bäumchen? Die will ich nur sehen. Da ist noch nichts gewachsen. Warum nicht? Was ist hier los? Ach doch, die wachsen schon. Hier kommen sie schon. Cool. Sehr, sehr cool. Wachstum 20%, ja. Braucht einfach, hoppala. Entschuldigt. So, da, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die können wir hier aufsammeln auf jeden Fall. Was hätten wir jetzt sonst noch? Auch definitiv Dinge, die wir natürlich verwenden können, aufstellen können. Verändert ja doch die ganze Welt einfach optisch nochmal. Aber ja, ist aber jetzt nichts mehr, wo man sagt, wow, das ist jetzt zwingend notwendig. Mikrochips, hier haben auch die Zugangskarten drinnen, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben halt haufenweise Produktionsmultiplikatorsicherungen, die uns ja auch geholfen haben beim Abbauen von diesen Bohrern oder Erzextraktoren, wenn man es genau nimmt, die ja dort uns auch die Zeit beschleunigen, in der abgebaut wird. Das ist toll. Die Handelsraketenmultiplikatorsicherung, die könnte man halt da unten hinpacken. Warum nicht? Und der Energiemultiplikator auch. Also was ist, wenn wir mal nur schnell den ein oder anderen Ding bauen? Wo ist er denn? Den hier. Maschinenoptimierer. Das könnte man ja machen. Machen wir auch wieder Schwarzpulver. So. 3, 4. Dann... Obsidian.
Da ist sie schon wieder, die Handelsrakete. Und dann nur Uranstäbe. Zwei Stück. Und warum habe ich die Sicherungen nicht gleich mit rausgenommen? Das wäre wahrscheinlich voll klug und so gewesen, gell? Wir brauchen dann nämlich einmal die Handelsraketensicherung und dann dreimal da oben für die Energie. Schauen wir mal, ob das was hilft. Ich weiß nicht, wie oft ich das multiplizieren kann. Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben jetzt ein Energielevel, also 6.500 Kilowattstunden oder Kilowatt sind da. Wir stellen jetzt einfach noch so ein Teil auf. Eiskalt. Ja, ich weiß, sieht alles ein bisschen komisch aus, wie das hier dasteht. Das ist mir aber egal. Prozent, natürlich funktioniert das. Top. Top, mega. Das heißt, ja, jetzt haben wir fast 38.000 Kilowatt. Hier passieren Dinge. Schöne Dinge tatsächlich. Sieht toll aus. Übrigens über fast die 1000er Marke Giga Terraforming Index hier geknackt. Kann ich den anderen auch hier aufstellen? Ja. Dann stellen wir hier hin. Zack, packen hier die rein. Das heißt, wo steht jetzt, wie lange die braucht, bis sie lossaust? Immer es bringt wirklich Sinn, macht es eh nicht, weil wir sie sowieso nicht instant wieder voll bekommen. Da müssen wir halt unsere Abläufe nur optimieren. Das läuft noch nicht so perfekt, aber es ist auch, wie gesagt, gar nicht schlimm. Aber es stand doch irgendwo eine Zeit, wo man sehen konnte, wie lang die Handelsrakete unterwegs ist. Das finde ich gerade nicht. Diese Angabe. Nun. Was ist denn hier heute wirklich los? Was passiert denn hier gerade? Das verzieht sich auf jeden Fall. Sieht schön aus. Na gut. Okay. Schön, wenn das so funktioniert. Sehr, sehr, sehr schön. Ein Obsidian habe ich da zu viel gepflückt. Ist nicht schlimm. Okay, 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 okay. Jetzt schmeiß mal einfach hier rein. Gut. Irgendwas wollt ihr eigentlich noch gucken? So, die Bioklumpen. Wie voll sind wir da jetzt? Gar nicht. Warum eigentlich nicht? Leiterplatten haben wir rausgenommen. Wir haben einfach keine Bioklumpen in der Herstellung, deswegen. Könnte man halt tatsächlich auch dann eigentlich hochpacken. Was ist zum Beispiel, wenn wir hier jetzt Bioklumpen herstellen? Weiß ich gar nicht, ob wir rankommen. Wir stellen es oben hin. Ah ne, hier werden doch hergestellt. Warum tut sie hier nichts? Pilze haben wir genügend. An dem scheitert es mal nicht. Wasser haben wir auch genügend. Scheitert es am Silizium? Echt jetzt? Also wenn ich jetzt viel glaube, aber wenn es jetzt am Silizium scheitert. Ich habe halt einmal Silizium hier, ne? Natürlich scheitert es am Silizium, weil ich das... Oh, habe ich vergessen für die normalen... Habe ich Eisen, Titan, Kobalt, Magnesium? Habe ich echt... Alu? Ich habe Silizium vergessen. Oh, wie peinlich. Oh, wie peinlich. Okay. Wo packe ich denn das Silizium jetzt hin? Oh, wie peinlich das doch ist.
Da ist nochmal Eisen. Eisen haben wir halt noch und nöcher. Die wundern mich schon, warum da nichts weitergeht. O2 ist halt auch so unnötig wie nichts anderes, gell? Braucht kein Mensch mehr. Könnte man eigentlich völlig schreddern. Eigentlich. Nicht nur eigentlich können wir es. Komm her. Nachfrage. O2. Nee, das muss bei 0 stehen bleiben, weil sonst mache ich irgendwas kaputt. Hier machen wir Angebot. O2. Auf geht's. Weg damit. Und Nachfrage machen wir hier dafür nach Silizium. Das füllen wir jetzt gleich an. Das haben wir irgendwie übersehen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Tatsächlich. Ich habe echt keinen Plan. Oder brauche ich O2 für irgendwas zum Herstellen? Bestimmt. Ich werde es bestimmt bereuen, dass ich die jetzt entsorge. Egal. Egal, machen wir es nicht komplizierter als es ist. Das passt schon. So, ich helfe mal schnell ein bisschen mit hier. Ist ja furchtbar. So. Ja, sonst kann es nämlich sein, dass wir sich um Silizium noch kümmern müssen. Da ist irgendwas schiefgegangen, glaube ich. Unten müssten wir theoretisch einen Schrank haben mit Silizium. Hier nämlich. Hier, ja. Okay. Da haben wir auch Nachfrage. Priorität 5 haben wir hier, okay. Hier machen wir nochmal Priorität 1. Dafür machen wir oben hier auf 2. Und fertig. Dann müsste sie das über kurz oder lang auch wieder füllen. Finden wir gemeinsam raus. Ob das klappt oder nicht, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Mutagen könnte man halt auch automatisieren, damit hier die Schränke voll laufen. Wäre auch eine Option. Wie schaut denn das aus, wenn wir Mutagen hernehmen? Das wäre zum Beispiel gar kein Ding, aber da brauchen wir zuerst die Bakterienproben voll. Komm, die gehen aus Algen und Wasser. Schaut, das machen wir mal. Komm, das machen wir. Wir machen mal einen vollen Schrank hier. Geil. Angebot. Bakterienproben. Weiß nicht, ob wir hier Nachfrage gesetzt haben. Ja. Weil ich behaupte jetzt mal, Algen und Wasser sollte man genügend hinterher bekommen. Ich meine, das frisst zwar jetzt einiges und da geht viel rein. Wasser könnte ein bisschen ein Problem werden dann auf kurz oder lang. Aber es ist eigentlich völlig egal. Weil da ist die Produktion hoch genug, das passt schon. Genau, weil dann können wir nämlich Mutagen und Co. nämlich auch nur anfüllen. Aber ja. Insoweit würde ich sagen, das war's mal für diese Folge. Eventuell auch mit einem kurzen Päuschen bei Planet Crafter. Wie gesagt, wir sehen ja, wir sind eigentlich angekommen. Wir haben halt alles erreicht. Klar, wir können jetzt natürlich erforschen, looten, sonstiges gehen. Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich habe einfach so viele Sachen auch in der Pipeline, die ich euch gerne auch hier auf YouTube zeigen möchte, die ich euch gerne aufnehmen möchte. Ich muss da noch eine Entscheidung treffen, bin mir noch nicht sicher. Aber es wird definitiv künftig auch, also sollte dies jetzt aktuell vielleicht die letzte sein, wird es trotzdem künftig wieder Planet Crafter geben, spätestens dann wieder, sobald Content-Updates und Co. da sind. Insofern bedanke ich mich natürlich recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Folge und bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Staffel. Waren ja doch einige Folgen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Lasst mir gerne noch Abo, Like und Co. da. Ihr wisst ja Bescheid. Support ist kein Mord. Tut und weh und kostet nichts. Und ja, bis bald, ihr Lieben. Tschüssi und ciao, ciao.